Haben Sie auch schon einmal ausprobiert, auf Fasstauben Ski zu fahren? Beim Gieshübler Fasstaubenrennen auf der Kuhheide blieb kein Auge trocken. So, und der erste Läufer ist am Start, Andreas Kornmann aus Gieshübel. Er kennt natürlich diesen Berg in- und auswendig. Befindet sich etwas in Schräglage. Bis dort geht sie noch aus für den Andreas. Und jetzt mit viel Schwung. Man soll sich nicht glauben, was man auf einem alten Fassl alles machen kann. Es ist sensationell und ich bin heuer das erste Mal hier. Und ich bin schwerstens beeindruckt und ich finde einfach, es gehört für WM aufgenommen, beziehungsweise zu Olympischen Games. Und der Favorit ist für mich eindeutig der Kandidat Nummer 1, Christian Wörleitner. Ich habe gestern drei Bälle besucht im Bezirk Mödling. Ich bin sehr gut vorbereitet. Ich habe praktisch nur 5 Stunden geschlafen. Nein, wird schon gehen. Ne? Worauf kommt es hier an? Ja, auf die Garde in erster Linie einmal und dass man da möglichst verletzungsfrei runterkommt. Es gibt ein paar Schlüsselstellen, habe ich mir sagen lassen. Die eine ist die Kompression knapp vor dem Ziel, also da werden wir schauen, wie weit wir springen. Sehr zum Gaudium des Publikums wahrscheinlich, aber wir werden sicher eine Show bieten. Sie haben auch ein interessantes Gerät in der Hand. Wofür braucht man das? Na ja, zum Stützen. Nicht? Also drei Beine sind immer besser als zwei. Und ich werde mal versuchen, das richtig einzusetzen. Dann die Einstocktechnik ist zwar schon ein bisschen außer Mode gekommen, aber schauen wir mal, was wir zusammenbringen. Wie kommt auf die Idee, hier mitzumachen? Ich hatte jedenfalls mal Lust und ausprobieren macht mal den Meister von mir. Was hat man für ein Gefühl gehabt, wenn es so glitschig ist? Es ist ja schrecklich. Ich habe ewig die Kante gesucht und habe sie nicht gefunden. Man glaubt gar nicht, also gar nicht, wie anstrengend das ist. Aber war fantastisch. Also ich werde daran arbeiten, an meiner Haltung und hoffe, dass ich nächstes Jahr dann wirklich für einen Rekordsorg sorgen kann und zur Legende von Gieshübel werde. Was ist lustiger, was ist interessanter, was ist spannender? Skirennen kommentieren oder Politiker sein? Na, viele Unterschiede ist nicht. Man kann überall seine Geschichten erzählen, die Leute unterhalten. Es macht einfach Spaß, ja, weil diese Veranstaltung von der Schadenfreude lebt und von der Unterhaltung und das Sportliche nicht wirklich so im Mittelpunkt steht. Dieses Fassdaumrennen ist ja schon Tradition in Gieshübel. Was macht es so witzig und vor allem, wo habt ihr die vielen Fassdaum her? Ja, die hat der Leo Buchner selbst gebastelt, Vizebürgermeister. Über den Sommer hat er Zeit, also legt er die alten Weinfässer von unseren Hauern, präpariert die und rechtzeitig zum Winter steht das Material zur Verfügung. Und eine Spitzenzeit von Alexander Pschirka.